Ich tippe mal alles ab. So, Library, okay. Irgendwas ist jetzt in der Bücherei. Nanu. Oh ja, ich höre es schon bimmeln. Oder ist das hier der Tisch? Nee. Der Telefon klingelt. Es rappelt der Telefon. Ach ja. Ein kreuzförmiger Schlüssel und der passt im Kellerloch wieder, mal festgestellt. Das Telefon, das ist noch nicht das Ende aller Dinge. Da geht noch irgendwas. Diese 1795, die müssen wir später noch anrufen. Garantiert. So, aber das Kreuz war im Keller. Irgendwie müssen wir noch so ein Kristall finden. Hatten wir nicht schon mal so ein Kristall? Ich weiß es gar nicht mehr. Schon so lang wieder her. So, mal gucken, was der kreuzförmige Schlüssel zutage zu fördern gedenkt. Boah. Nochmal. Oben Mitte, oben links, unten rechts. Unten Mitte. Hallo. Münze Nummer 2. Ich habe das Gefühl, mit diesem Mathe-Spiel war noch nicht alles. Da wird bestimmt noch eine zweite Edition auf uns warten. So, momentan spielt sich viel in der Bibliothek ab. Vielleicht erhalten wir da jetzt bald mal einen Gegenstand, mit dem wir hier irgendeins von den offenen Enden mal verbinden können. Also entweder hier das mit dem Grammophon oder das mit den Kristallen oder so, mal gucken, was er jetzt macht. Teilt er nochmal Karten aus. Na? Flucht, Escape. Ein Kurbelgriff. Ah, den können wir jetzt am Grammophon. Hier war die 1794, ne? 1795, okay. Tja. Nur wo war der Grammophon? Der war hier. Nicht. Retour. Hier haben wir jetzt, glaube ich, alles hinter uns gebracht. Hier haben wir alles durchsucht. Hier dieser Raum müsste sozusagen fertig sein. Wobei, da er noch offen ist, bin ich mir da noch nicht ganz sicher. So, da unten geht es nur um Gefängnis. Dann muss das hier gewesen sein. Und da wir immer noch keine Schrittgeräusche machen und wir so gleiten, habe ich immer noch das Gefühl, wir sind ein Geist. Ja, hier können wir mal den Kristall einsetzen. Das Grammophon war ein Raum vorne dran. So. Halt, da war doch das. Ah, wieder zurück. Stop it! So, nochmal hier hin. Komm, nein, nicht so weit. Komm, stopp. Brav, lieb sein. Mach's wieder gut. So. Jetzt können wir.
Übrigens, ich hatte mal einen Azubi, wir hatten früher noch so Wählscheibentelefone, als ich angefangen habe zu arbeiten. Da auch noch die ersten 10 Jahre danach. Und, ja, kein Witz. Da war plötzlich mal ein Azubi und der wusste nicht, wie das Wählscheibentelefon zu bedienen geht. Jetzt könnte natürlich man hergehen und wieder Mann meiner militanten Ökoterroristen-Tante sagen, woher soll er das auch wissen? Aber, ja, ich meine, das zählt irgendwie so, weiß ich nicht, zur Grundbildung, die Wählscheibe. Und der hat auf jeden Fall in die Löcher gedrückt und von der Wählscheibe und hat dann gesagt, das funktioniert nicht. Ich finde, die Funktion ergibt sich aus dem Aussehen. So, jetzt wollen wir mal gucken, was hier passiert. Hier fehlt was. Das scheint für später wichtig zu sein. Nur wie geht es weiter? Ja, und da hat der Azubi auf jeden Fall in die Löcher von der Wählscheibe reingedrückt und kam dann, es geht nicht. Könnt nicht telefonieren, es klappt nicht, so als blöd. Menschen gibt's. So, was ist der? Ah, das hatten wir schon. Jetzt bin ich gerade ein wenig überfragt. Also irgendwie hat die Kraft von dem... Irgendwie hat die Kraft von dem Telefonanruf hier nicht ausgereicht. Beziehungsweise hier fehlt ein Anschluss. Ich wüsste nur nicht, was man da reinbauen sollte. Also man kann das anrufen. Scheint nicht zu funktionieren. Man kann das anrufen, wenn es klingelt. Dann spielt es uns auch schöne Musik vor. Die gibt auch hier einen Strom-Output, der aber nicht zu verwerten ist. So, dann haben wir hier noch dieses komische Gedingse. Und momentan fällt es mir gerade ein bisschen schwer, nachzuverfolgen, wo noch irgendwas war. Dieses Fragezeichen da oben wird attraktiv. Falls es sowas wie ein attraktives Fragezeichen überhaupt gibt. Hier dieser Schieber. Escape. Flucht. Wir müssen auch dahin, was die Karte uns sagt. Flucht. Ein Boot. Escape. Ich verstehe, das ist, wenn wir fliehen wollen, dann funktioniert das so. Für die Flucht später quasi. Dann können wir mit der Kraft der Musik hier irgendeines von diesen Portalgeräten anwerfen, dann so. Das bedeutet, wir müssen irgendwo gucken, wo wir noch so eine Münze herkriegen. Ach, jetzt weiß ich auch wieder, guck mal hier unten. Hier brauchen wir ein sechseckiges Objekt. Ich glaube, das andere, was wir da vorhin gebaut haben, war genau das Richtige.